Sascha für Mobile Geeks hier. Wir sind auf dem Hello Kitty Flight von EVA Air von Hongkong nach Taipei. Und ich hoffe ganz einfach, dass du diese lustige Reihertüte gleich nicht benutzen musst. Denn in diesem Flugzeug geht es rund um Hello Kitty. Und deswegen sieht das Essen auch ganz schwer nach Hello Kitty aus. Wie ihr sehen könnt, ist der Salat hier schön im Hello Kitty sein. Und wenn ich das Besteck jetzt hier nehme, ich nehme mal hier meine Gabel, da seht ihr auch da Hello Kitty drauf. Und jetzt werde ich das mal hier gleich probieren. Jetzt nicht unbedingt der kulinarische absolute Hammer. Aber es geht nicht um Hello Kitty, obwohl ich noch ein bisschen was zeigen möchte. Die Anleitung fürs Flugzeug ist im Hello Kitty Design. Ihr könnt Hello Kitty Zubehör und Merchandising hier holen. Und natürlich ist auch die Sky Mall, das Magazin hier oder Sky Shop von EVA Air ganz im Hello Kitty Design gehalten. Und da vorne könnt ihr gerade sehen, Stewardessen tragen auch schön Hello Kitty Dresses. Aber das ist nicht das Thema heute. Ich schiebe mal, dass lecker Hello Kitty ist. Jetzt, wie oft habe ich eigentlich jetzt Hello Kitty gefunden? Jetzt gerade wohl offenbar noch mal einmal mehr. Eben kurz zur Seite, weil wir wollen heute was auspacken. Ich wollte immer mal ein Unboxing-Video im Flieger machen und das machen wir jetzt. Das haben wir schon, oder Angé hat es schon ausgepackt, vor 2 Tagen, das iPad Mini, das neue. Das ist das Apple iPad 4. Das haben wir uns gerade in Hongkong gekauft und das werden wir jetzt mal kurz uns anschauen und dann auch mal ganz kurz vergleichen mit dem iPad Mini. Das ist die Variante, die Wi-Fi-Variante, 32 GB kostet. Gute Frage. Hongkong-Dollar waren das irgendwie sowas wie 5.500 irgendwas. Das sind so etwa, ja, ich glaube 550 Euro, sowas in der Ecke. Wir haben, wie gesagt, die weiße Variante bekommen. Zeige ich euch gleich alles. Was gibt es an Zubehör? Haben wir einmal entsprechend das Netzteil. Ihr könnt das sehen mit dem USB-Anschluss und natürlich mit dem Hongkong-Stecker dabei, der auch bei unseren Freunden auf der Insel, also in Großbritannien, funktionieren dürfte. Nicht nur dürfte, sondern er wird da funktionieren. Dann gibt es hier Design bei Apple in California. Auf der Rückseite steht aber nicht gebaut in China, obwohl dem so ist natürlich. Und dann haben wir hier jetzt USB auf diesen neuen Lightning Connector. Das ist der neue Stecker, den Apple jetzt ins iPhone 5, ins iPad Mini und natürlich auch ins iPad 4 verbaut hat. So, den ganzen Spaß machen wir jetzt wieder zu. Ich hole das iPad 4 hier raus. Während wir hier gerade noch von der Stewardess Tee angeboten bekommen, den wir aber uns jetzt nicht schnappen können. Ihr seht hier schon ein paar Fettfinger drauf. Wir haben natürlich gerade auch noch ein englisches Unboxing gemacht. Von daher ist das ein bisschen zugesifft, würde ich sagen. Ansonsten, rein optisch hat sich nicht viel geändert hier, wie schon beim ersten iPad. Vorne haben wir entsprechend, ja, jetzt wird es wieder knifflig. Ist das eine 1,2 oder 1,3 Megapixel Kamera? Sorry, liebe Leute, guckt einfach nochmal nach und sagt mir in den Kommentaren. Hinten haben wir eine 5er, An- und Ausschalter, Anschluss für euer Headset. Da könnt ihr entsprechend dann hier den Accelerometer an- und ausschalten, dass die Lautstärke regeln für den einen Mono-Speaker, den es da unten gibt. Dann hier unten dieser neue Anschluss für den Lightning-Connector. Ja, und dann war es das schon hier mit der ganzen Nummer. Und ansonsten mit Anmachen wird das auch ein bisschen schwierig hier auf dem Flug. Der bootet zwar jetzt ein ganzes Stück hoch, übrigens natürlich 9,7-Inch Retina-Display. Die Auflösung ist 2048x1536. Im Moment das Geilste, was verfügbar ist, aber es kommt ja jetzt auch bald das Nexus 10 raus. Ansonsten, was der Unterschied zum neuen iPad, was ja jetzt plötzlich das alte iPad geworden ist, im Grunde genommen ja nur der Apple A6-Prozessor oder der A6X, der auch im iPhone 5 verbaut wird, etwa doppelt so schnell, noch sogar schneller als doppelt so schnell. Wir haben Geekbench 1750 im Vergleich zu 750 gehabt und also zum alten iPad 3. Hier will er mich jetzt hier schön, wir schlappen uns jetzt irgendwas hier, aber das wird leider nicht funktionieren, weil jetzt möchte er natürlich über Wi-Fi verbinden und die Apple ID eintragen. Das wird hier in diesem Flieger ein wenig schwierig werden. Und bevor wir uns jetzt hier den Kopf abreißen lassen, weil wir irgendwelche Netzwerke aufmachen wollen,
fahren wir die Kiste mal eben wieder runter. Jetzt mache ich mal eben gleich komplett. Gehst du wohl aus. So. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz einen Größenvergleich zum iPad Mini an. Weil ich sage euch eins, es fühlt sich extrem schwer an, wenn ihr es zum ersten Mal in den Händen haltet. Also das neue iPad. Das neue iPad heißt ja jetzt iPad 4. Meine Güte, Apple, ihr bringt mich jetzt mittlerweile auch runter. Da soll auch einer mal über Fragmentierung bei Android schimpfen. Apple schafft das ja als ein Hersteller. Das ist das iPad Mini. 7,85 Inch Display, hat eine Auflösung von 1024x768. Das guckt euch mal ganz kurz an, was das für ein Riesenunterschied ist. Natürlich kann das Original iPad 4 eine ganze Ecke mehr darstellen mit der Retina-Display-Auflösung, weil das iPad Mini hat ganz einfach nur diese 1024x768er Auflösung. Aber was mir unheimlich am Mini gefällt, ist es überhaupt noch an? Ja, das ist noch an. Ist vor allen Dingen, ihr seht, wie dünn der Rahmen hier an den Seiten ist. Ne? Was allerdings auch ein bisschen komisch ist, weil man weiß nie, wie man das hier so hält. Ne? So ein 7-Inch-Display, das haltet nicht so oft im Landscape-Modus, sondern mehr in diesem Porträt-Modus und dann greift man einfach immer drüber. Wenn ihr das so halten wollt, dann müsst ihr echt verdammt lange Finger haben, beziehungsweise große Hände. Also für Frauen ist das mal eben gar nichts. Dann heißt es dann hier wohl so eher in den Porträt-Modus. Warte mal, Nicole kann es mal versuchen, in den Händen zu halten. Guckt euch das mal an. Die kriegt eine Sehnscheinentzündung, indem sie das 5 Minuten gehalten hat. Ansonsten natürlich eine Ecke leichter. Das neue iPad 4 ist einfach doppelt so schwer wie das iPad Mini. Und guckt euch mal an, wie dünn bzw. dick die beiden sind. Das ist also ein gewaltiger Unterschied. Nichtsdestotrotz, abgefahrene Auflösung hier drauf und ordentlich viel Power. Hier ist nämlich noch der A5 drin und der ist eigentlich auch schon mal eben 2 Generationen alt. Was wir natürlich in nächster Zeit machen würden, ausführliche Benchmarks und Walkthrough mit dem iPad 4. Das ist ein kurzer Vergleich zwischen dem iPad 4 und dem iPad Mini. Ich bin Sascha von Mobile Geeks hier auf dem EVA Air Hello Kitty Flight von Hongkong nach Taipei. Vielen Dank fürs Zusehen.